es gibt auch. Hallo, ich bin Jasmin von stempeldochmal.de und ich habe ja im Moment auf meinem Blog so eine kleine Aktion von wegen Platz für Neues. Ich versuche mein altes Designerpapier mal so ein bisschen aufzubrauchen. Man hortet das ja immer, weil es viel zu schön ist, um es zu verwenden. Und wenn dann der neue Katalog kommt, dann hat man irgendwie noch stapelweise Designerpapier rumliegen. Und es kommt ja wieder Neues, was genauso schön ist. Deswegen mache ich heute kleine Verpackungen aus Designerpapier. Und zwar sehen die so aus. Ihr kennt mich ja, da ich mache ja nicht nur eine. Ich habe gleich ein paar mehr gemacht. Und ich habe auch einen neuen Stempel verwendet. Ja, wie ihr seht, hatte ich am meisten Geld, ne? Gestreift. So. Und da, wie kann es anders sein, da ist natürlich eine kleine Tafel Rittersport drin. Da passt natürlich auch wieder alles andere rein, was ungefähr diese Form hat. Und mit dem Envelope Punchboard kann man sich das natürlich wunderbar umrechnen. Also falls ihr meinen Blog noch nicht kennt, da könnt ihr mich gerne mal besuchen. Ich habe da eine Umrechnungstabelle. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht einen Rittersport verpacken möchtet, sondern mir fällt jetzt gerade nichts ein, irgendeine andere Schokolade, dann könnt ihr die Schokolade ausmessen und die Maße in meine Tabelle eingeben und dann rechnet euch der Rechner die Werte aus, was ihr für Papier braucht und wo ihr falzen müsst. Also das könnt ihr gerne mal ausprobieren und wenn ihr da irgendwie Hilfe braucht, könnt ihr mich auch gerne anschreiben oder anrufen. Meine Daten findet ihr auf meinem Blog. Ja, und ich fange jetzt mal an, ich packe das mal gerade weg. Und zwar brauchen wir erstmal den Papierschneider und ein Stück Papier. Das ist jetzt, das sind jetzt Reste von Kaleidoskop, heißt das. Und da brauchen wir jetzt ein Stück, das ist 11,5 mal 11,5. So, und dann habe ich das Envelope Punchboard verwendet. Also wer das noch nicht kennt, ich habe auch so ein Erklärungsvideo mal gedreht, dann muss ich das jetzt nochmal erklären. Ich lege das jetzt an bei 5,2 und dann stanze ich und falze ganz normal. Dann drehe ich mir das einmal rum. Da muss man ja nicht mehr auf die Maße achten, sondern auf die entstandene Falzlinie. Das mache ich jetzt auf allen, schon wieder mein Licht, auf allen vier Seiten. Hey! Naja, ihr seht mich ja noch. So. Das war schon die ganze Falzerei. Jetzt könnt ihr das noch rund machen, indem man es einfach hier hinten reinschiebt. Dann habt ihr quasi runde Ecken. Sieht immer ein bisschen schöner aus. So, und jetzt einfach nur noch falten. Also wie immer bei Designerpapier vorsichtig sein, weil das halt schnell mal bricht. So, dann habt ihr hier schon so ein Kästchen, wo dann nachher die Schokolade reinpasst. Und ich klebe das diesmal zu. Ich versuche das ja immer so ein bisschen zu vermeiden. Aber in dem Fall klebe ich es zu und ich mache mir einfach nur an eine Ecke so ein Kludot. Dann falte ich das so rum. Ihr müsst hier unten so ein bisschen darauf achten, dass er das schön rund bekommt. Einfach mal so ein bisschen drücken und schieben. Dann klebt das hier oben zu und dann habt ihr das schon fertig. Sieht halt aus wie so ein kleiner Briefumschlag. Man könnte jetzt auch die Seite verzieren, aber ich finde es ganz süß, wenn es hier auf dieser runden Seite ist. Und wie gesagt, ich habe ein neues Stempelset verwendet. Für Leib und Seele heißt das. Da sind so Sachen drauf wie kleine Leckerei aus meiner Bäckerei oder lieben Gruß aus meiner Küche, mit Liebe gebacken. Und ich verwende heute hier den Spruch, eine süße Kleinigkeit für dich. Den stempel ich mir jetzt auf ein Stück weißes Papier. Wo habe ich ihn denn? Da. Da ist der Spruch. Das mache ich mit Stayson, weil der immer sehr schön einen schwarzen Abdruck gibt. Da
dann einfach einmal abstempeln. Und dann kann man das jetzt mit der Handstanze ausstanzen. Ich zeige euch jetzt gleich mal den Unterschied. Ich habe aber die Framelits verwendet. Und zwar ist das der vierte von innen. Das habe ich mit der Big Shot ausgestanzt, dass der Spruch ein bisschen weiter oben im Kreis ist. Weil nämlich dieser Kreis etwas größer ist wie diese Stanze, die 1/3-Stanze. Im neuen Katalog gibt es so ein Mittelding zwischen die 2,5-Inch-Stanze und der. Die ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie der Framelit. Wie ihr seht, es passt halt auch hier rein. Aber ich zeige euch gleich mal den Größenunterschied. Und dann habe ich noch ein kleines Rest Savanne. Damit mache ich den großen Wellenkreis. Das ist der 2/3-Wellenkreis. So, und jetzt könnt ihr mal gucken. Das hier ist jetzt der Kreis, den ich mit den Framelits ausgestanzt habe. Halt. Falsche Richtung. Nicht ins Chaos filmen, Kamera. So, der passt dann so. Und der mit der Handstanze, das, ihr könnt das überhaupt nicht sehen, ne? Ich halte es mal hoch. Der gibt halt einen kleineren Rand. Der würde dann so aussehen. Und ich finde es aber süßer, wenn man ein bisschen weniger von dem Savanne-Rand sieht. Deswegen nehme ich das. Sind alles nur so kleine Details. Ist alles nicht schlimm. So, dann habe ich hier auch noch so einen kleinen Schnippel von einem Dimensional, das klebe ich da drauf. Und versuche das mittig zu platzieren, so. Und dann nehme ich ja total oft Blümchen und irgendwie so Sachen, aber ich habe gedacht, warum nicht mal ein Herz? Und wie ihr seht, hier habe ich schon gestanzt, einfach ein Schwupps, ein rotes Glitzerherz. Ausstanzen und das könnt ihr ja, Clue Dot oder vielleicht auch hier so ein Dimensional nehmen. Dann hebt sich es noch mal ein bisschen ab und ich habe das so ein bisschen versetzt geklebt. Und das Ganze packt ihr dann einfach nur noch hier oben drauf. Das könnt ihr auch mit den Dimensionals machen. Wie ihr seht, man braucht gar nicht viel. Also es waren jetzt bei mir eigentlich auch alles nur Reste. Und dann hat man eine süße Verpackung. Ich hole nochmal die anderen Farben kurz ins Bild. Ja, sowas ist wie immer süß für eine Geburtstagsfeier oder einfach mal jemanden, wenn man irgendwo eingeladen ist, was mitbringen oder so. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr besucht mal meinen Blog. Da freue ich mich immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut, bis dann, tschüss.